Es gibt immer auch wieder Leute, die ihre Folien ausdrucken möchten, mitsamt den Notizen. Ich gehöre nicht dazu. Mir reicht es, wenn ich die Notizen hier unten während der Präsentation konsultieren kann. Trotzdem, der Vollständigkeit halber, sei gezeigt, wie du die ausdrucken kannst. Auch hier hast du einen entsprechenden Master über Ansicht, Master, Notizen, Master. Handzettel übrigens, das wäre dann, wenn du dem Publikum eine Kopie deines Vortrags mit kleinen Miniaturen und Linien für Notizen abgeben möchtest. Also Notizenmaster, das wäre jetzt für dich. Da kannst du, wie vorhin auch gezeigt, diese Standardseite noch anpassen. Hier ein relativ kleines Bild der Folie, dann für diese Notizen. Die kannst du in der Größe ändern, in der Position. Du kannst diesen Platzhalter etwas größer machen. Naja, also viele Möglichkeiten hat man nicht. Das gäbe auch sehr viel Papier, wenn jetzt das immer auf A4 gedruckt wird. Ich verlasse diesen Master wieder. Nehmen wir an, wir sind jetzt zufrieden mit der Gestaltung. Beim Drucken möchte ich dir noch einen Tipp geben. Datei drucken. Hier haben wir jetzt leider eine etwas sehr reduzierte Einstellungsmöglichkeit. Mit Details einblenden sieht es dann besser aus. Im Moment ist als Layout die Folie ausgewählt, also nur die Folie, die das Publikum sieht, ausdrucken möchte. Handzettel wäre dann eben, um dem Publikum die Notizen abzugeben, und die Notizen sehen dann so aus. Natürlich sieht es bei mir jetzt ein bisschen leer aus, weil ich eigentlich noch gar keine Notizen habe. Was ich dir aber zeigen möchte, bei Layout kannst du einstellen, dass eben mehrere Seiten pro Blatt gedruckt werden. Im Moment wären es zwei, auch vier wären denkbar. Und so kannst du dann kleine Zettelchen zuschneiden, die eben ein winziges Bildchen und deine Notizen handlich zur Verfügung stellen. Damit ist natürlich der Papierverschleiß noch einigermaßen im Rahmen.